Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und heute schauen wir uns einen Füller von der Firma Diplomat an. Dieser wurde mir von der Firma Diplomat zur Verfügung gestellt und ich darf ihn im Anschluss auch behalten. Das ist der Diplomat Traveler. Der wird in dieser Metallschacht, in diesem Metallcase geliefert, also sehr, sehr schön. Und dann schauen wir mal rein. Ganz oben drauf liegend haben wir einmal die Garantiekarte mit 5 Jahren Garantie. Und hier drin befindet sich dann das Schreibgerät. Der Diplomat Traveler in der Farbe Navy Blue. Kostenmäßig liegen wir hier ca. bei 50 Euro. Die einen Farben mal mehr, die anderen weniger. Von daher ca. 50 Euro. Ja, kommen wir zum Äußeren. Oben haben wir einmal Diplomat Germany stehen und das Diplomat-Logo. Sehr, sehr schön gemacht. Macht was her auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Clip, der nicht gefedert ist. Stört jetzt aber auch nicht weiter. Also außer Leute wollen den Clip nutzen, aber der ist halt schon relativ stramm. Hinten dann einfach nur eine blanke Metallfläche. Der Füller besteht größtenteils aus Metall, ist hier außen aber vermute ich Plastik in der jeweiligen Farbe dann. Genau, und hier ist noch ein kleiner Zierring. Dann schauen wir mal rein. Ich finde, die Kappe schließt genauso schön wie beispielsweise beim Diplomat Excellence A2. Also einfach ein schönes Schließen ist das, ein schönes Öffnen. Ja, so Kappe beiseite legen. Dann haben wir hier die Feder. Wie man sehen kann, verziert auch mit dem Diplomat-Logo und dann dem Schriftzug Diplomat since 1922, wenn ich richtig liege. Und das Ganze ist in dem Fall eine M-Feder. Also für die meisten die Wahl, wenn es um Federn geht. Genau, die Feder ist von Yowu. Und ist auf jeden Fall verglichen mit dem Twispy Eco, der ja eine Yowu 5 Feder hat, schon nochmal ein ja, gutes Stück kleiner. Also wahrscheinlich eine Yowu 4 Feder oder eine Spezialanfertigung. So, befüllt werden kann das gute Stück. Entweder mit Patrone oder mit Konverter, der natürlich nicht mitgeliefert wird. Kriegt ihr aber zwischen 3 und 10 Euro, je nach Seite, bekommt ihr den Konverter auch gekauft. Ich habe jetzt in diesem Fall die Rohre und Klingner Cassia Tinte drin. Derzeit eine meiner Lieblingsfarben und auch in sehr vielen Füllern aktuell von mir drin. Was mich stört, einfach weil man es schöner hätte machen können aus Metall, ist das Gewinde, das ist Plastik und ich vermute mal, das wird sich mit der Zeit ganz schön abnutzen und es läuft natürlich auch nicht so schön wie jetzt beispielsweise ein Gewinde aus Metall. Ja, das wäre so ein Verbesserungspunkt. Das Griffstück ist übrigens auch aus Plastik, soll jetzt aber soweit nicht stören. Mal kurz das Griffstück sauber, da war nämlich noch Tinte dran. So. Ja, Tintenleiter ist hier ein bisschen was Spezielleres vom Aussehen, stört den Tintenfluss jetzt aber nicht, also die Tinte fließt trotzdem sehr, sehr gut. Und wie sie fließt, das schauen wir uns jetzt einmal an. So, und zwar haben wir hier den Diplomat der Diplomat Traveler natürlich. In der Farbe Navy Blue. Ich kann mal wieder nicht schreiben heute. Navy Blue. Und mit einer M-Feder. Als Farbe haben wir die Ora und Klinge Cassia. Und ja, dann schauen wir mal an, Strichvarianz, also
Ich finde, dass der Tintenleiter ein bisschen öfter aussetzt. Das kann aber auch einfach nur an meinem Modell jetzt liegen, dass damit irgendwas nicht stimmt. Stört jetzt aber nicht. Die Feder kratzt auch nicht. Man kriegt ein bisschen Varianz durchaus hin. Und auf Flex, dafür, dass es eine Edelstahlfeder ist, geht auch Flex trotzdem ganz gut. Man sollte nicht zu sehr drücken, weil dann Railroading beginnt. Aber ich glaube, das ist normal. Und bei jedem Füller gibt es, glaube ich, die Grenze, wo das Ganze passiert. Ja, wenn man einmal im Fluss ist, dann geht das schon. Also dann stört das auch nicht. Aber gerade zum Anschreiben hat er manchmal schon seine Probleme. Können wir mal den kleinen Testsatz schreiben. So. Also, wenn man einmal im Schreibfluss ist, dann setzt der Füller auch nicht aus, aber gerade zum Anschreiben kann das dann schon mal passieren. Muss man sehen, ob man damit leben möchte. Wir liegen hier immerhin bei nur ca. 50 Euro. Das Ganze ist hergestellt von einer deutschen Firma in Deutschland, von einer, ja, Manufaktur. Das muss man wissen. Man bezahlt hier immerhin auch deutsche Arbeiter damit, ja. Was durchaus unterstützt gehört, dass Firmen nicht auslagern. Und es macht Spaß, den Füller zu schreiben, gerade für, wenn man doch mal unterwegs ist und einen Füller mitnehmen möchte und jetzt nicht so einen enormen Klumpen wie zum Beispiel den Diplomat Excellence oder ja, den Twisby Eco, das ist im Vergleich auch schon nochmal ein gutes Stück mehr. Gerade für unterwegs ist der durchaus zu gebrauchen. Und da sehe ich auch, sagt ja auch der Name, da sehe ich auch das Anwendungsgebiet. Gerade wenn man auf Reisen unterwegs ist und dort mal kurz ein Notizbuch führen möchte, was man so erlebt hat am Tag oder sowas. Oder einfach ja, um sich Sachen später in den Kopf wieder zu rufen. Dafür ist der wirklich gut, ja. Und da finde ich auch den Preis gerechtfertigt von 50 Euro. Ja, soweit zu dem Schreibgerät an sich. Also ich finde preislich okay, 50 Euro ist akzeptabel, ja. Die Feder hat manchmal Probleme beim Anschreiben. Das kann natürlich stören den einen oder anderen, das ist natürlich nicht schön. Aber man muss auch sehen, dass man jetzt hier nicht 170 Euro liegen hat, ja, sondern ein gutes Stück weniger. Und dafür macht es Spaß, ja. Richtig. Also das ist so meine Meinung zu dem Füller. Das mit der Fehlaussetzung kann man vielleicht noch irgendwie beheben. Es kann aber auch durchaus an dem Tintenleiter liegen. An sich ist, finde ich persönlich, die Kasse ja relativ fließfreudig. Das heißt, da kann man schon durchaus auch viel und schnell mitschreiben. Und in Füllern, in denen ich die sonst jetzt noch drin habe, macht ja auch eigentlich keine Probleme. Ja. Das ist so der Kritikpunkt neben dem Schraubbahngewinde, was halt aus Kunststoff ist. Schade, das hätte man vielleicht aus Metall irgendwie hinbekommen können, da ich vermute, dass sich das über die Zeit abnutzen wird. Ich werde ihn jetzt mal einen Monat lang durchtesten und dann sehen wir uns in einem Monat nochmal und hören uns in einem Monat und dann erzähle ich euch meine Erfahrungen damit, wie sehr das dann doch im Alltag gestört hat. Und ja. Das soll es soweit von dem Video gewesen sein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen bei euch bedanken. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.